Zweite Station, Strobl am Wolfgangsee. Hinter mir gerade wieder einer rausgeflogen. Blobbing in Salzburg, Oberösterreich. Knapp, knapp, denn das Seen teilt sich in zwei Teile. Jede Menge Leute da und ich kann nur sagen, jetzt wird es für mich mal Zeit, das Ganze selber auszuprobieren und sich mal blobben zu lassen in dem Fall. Das Equipment, das jeder Blopper und auch jeder Jumper tragen muss, Helm und Schwimmweste. Wir sehen, mir steht es hervorragend und ich werde mir überlegen, den Helm jetzt öfter zu tragen. Wie es mir jetzt gleich gehen wird auf dem Blob, sehen wir in Kürze. Was genau zu dir? Aber es schwankt schon bei Wichser rum, ja. Machen wir halt ein wenig vorsichtig. So. Jetzt ist es auszuhüben. Bissal weiter. Nach vorne. Ja. Ja, so ist gut. So pass. Bin auch. Druck, Druck. Zurück. Ja. Ja. Ja, so sitzt man gut. Ja, so ist gut. Jetzt. Auf drei. Gescheit. Schau, vier schauen lieber. Eins. Zwei. Drei. Ja. Jawohl. Perfekt! Ja. Ja. Die Burschen haben sich ja super dran gehalten. Ein bisschen nur ein bisschen, ne? Danke, meine Herren. Schöne Arbeit. Schöne Arbeit. Steigt ins Unermessliche. Mir ist kurz die Luft weg geblieben. Und vor allem das Gefühl, wenn du da sitzt und wartest und auf einmal schiebt es so an und du bist in der Luft und weißt nicht, wieso, warum so schnell, drehst dich um und schaust runter und denkst da, elendsweit ist das Wasser unter mir weg und dann ist die Sekunde gekommen, wo du hinfallst. Ja, also 1, 2, 3 Blob, weiter allen Mutigen in diesem Sommer.